Am 11. Februar 1111 erreichte das Heer Rom, tags darauf folgte der feierliche Einzug. Als allerdings in der Peterskirche die päpstlichen Zugeständnisse verlesen wurden, erhob sich ein Sturm der Entrüstung. Die Bischöfe sahen das Angebot als Kirchenraub an. Auch die weltlichen Fürsten erkannten erst jetzt die Konsequenzen. Es kam zu blutigen Kämpfen in den Straßen Roms, an eine Kaiserkrönung war nicht mehr zu denken. Daraufhin wurde der Papst und sein Gefolge vom König gefangen genommen. Am 11. April 1111 wurde schließlich ein Vertrag geschlossen. Der Papst erklärte sich einverstanden, dass ein mit Zustimmung des Königs ohne Simonie gewählter Bischof oder Abt noch vor der Weihe vom Herrscher mit Ring und Stab investiert werde. Ohne Zustimmung des Königs gab es keine Weihe. Am 13. April wurde Heinrich V. in der Peterskirche zum Kaiser gekrönt. Das römische Volk war allerdings nicht dabei. Es war ein großer Sieg Heinrichs. Die Eintracht von Kirche und Reich war wiederhergestellt. Der Friede währte nicht lange, denn der Papst war nicht die ganze Kirche. In Rom wurde dem Papst Verrat an der Reform vorgeworfen. Schließlich widerrief er. Die Situation entglitt in der Folge immer mehr. Der Kaiser wurde von Bischöfen exkommuniziert, der Bannstrahl hatte aber endgültig seine Wirkung verloren. In Deutschland wurde Lothar von Supplinburg zum Anführer der Opposition. Zwar scheiterte seine Rebellion von 1112, doch Unruhen brachen in Thüringen aus. Schließlich schloss sich Heinrichs Kanzler, der Erzbischof von Mainz, der Rebellion an. Der Kaiser griff hart durch und demütigte die Rebellen. Am 11. Februar 1115 kam es zu einer Schlacht bei Mansfeld, bei dem das kaiserliche Heer eine schwere Niederlage erlitt. Nun hielten nur noch wenige Fürsten zu Heinrich. Da stirbt Mathilde von Duszien und der Kaiser sieht seine Chance in Italien, indem er ihren Besitz übernimmt. So gelang es Heinrich, eine neue Machtbasis aufzubauen. Nach einer abenteuerlichen Krönung Mathildes zur Kaiserin und dem Tod Pascalis II. Wurde in Rom Gelasius II. Zum Papst gewählt. Er war zwar streng kirchlich gesinnt, aber auf einen Kompromiss mit dem Kaiser aus. Wirren in Rom zwangen ihn allerdings vor seiner Intronisation zu fliehen. Zwar schritt Heinrich in Rom ein, doch es folgte ein Zerwürfnis, das zur Wahl eines Gegenpapstes führte. Daraufhin exkommunizierte Gelasius II., der nun Schutz bei den Normannen fand, den Kaiser. Schließlich konnte er nach Rom zurückkehren, wo nun zwei Päpste residierten.